Ein gereifter Rotwein hat mit Sicherheit seine Vorzüge, allerdings ist auch hier irgendwann der Zenit erreicht. Prinzipiell ja. Ich glaube einfach, die guten Sachen, die müssen ein bisschen reifen, wie vieles, und um die Gerbstoffe zu polymerisieren, und deswegen eine gewisse Reife ist echt gut. Ich bin eigentlich sowieso ein Fan von frischen Weinen. Also am liebsten trinke ich die Weine so einen Monat nach der Abfüllung, weil sie dann einfach am besten schmecken. Und es gibt natürlich krasse Fans, die sehen das so als Sammlerstück, und dann kann man es auch verstehen, besonders bei irgendwie richtig gutem Rotwein. Aber nur weil ein Rotwein alt ist, heißt nicht, dass er gut ist. Es kommt drauf an. Also es gibt Rotweine, die sind gemacht, um zu reifen. Gerade schwere Rotweine mit viel Tannin, also diesen Bitterstoffen, die brauchen durchaus Zeit, bis sie ein bisschen harmonisch und trinkreif werden. Es gibt aber auch ganz schlanke, spritzige Rotweine, die durchaus jung getrunken werden sollten. Wenn die Rotweine mehr Gerbstoffe haben, also pelziger sind im Mund und so richtig belegen, dann ist diese lange Reifezeit gut. Wenn das einfach nur ein dünnes Rotweinchen ist, dann hilft das ganze Lagern auch nichts. Dann wird er nicht unbedingt interessanter. Nicht zu lange warten und niemals nur eine Flasche in den Keller legen, weil dann kann man nicht die Entwicklung verfolgen, die der Wein nimmt über die Jahre.